Alles im Griff. So, das kommt jetzt hier oben rein. Das ist auch neu, ne? Ja. So, schönen guten Abend, ihr Lieben. Gleich geht's los. Einen Augenblick noch. Ich muss noch schnell ein paar Einladungen verschicken. Und dann starten wir in die Vollen. Augenblick. Ein paar super schnelle Einladungen. Heute ist es auch nicht so kalt wie gestern, finde ich. Kann mich natürlich auch täuschen. So, Leute, gleich geht's los. Augenblickchen noch. Ich muss noch meine Moderatoren einladen. Wo sind sie denn? So, alle meine Moderatoren ran holen hier, die lieben. Was muss, Leute, ne? Was muss, das muss. So, guten Abend, ihr Lieben, ich grüße euch. Moment, ich muss jetzt mal eben gucken. Okay. Aha, einmal kontrollieren, was ihr hier alles schon geschrieben habt. So Leute, ich grüße euch, schönen guten Abend. Ich mache mal das Licht ein bisschen heller. Ich bin hier in einer verlassenen Fabrik in Nordrhein-Westfalen. Ihr kennt das ja schon, der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Guten Abend, Michael, Lost Place Hunter Crew. Ich halte das Licht jetzt erstmal ein bisschen gedämmt, Leute. Wenn ihr nichts erkennen könnt, schreibt das gerne in den Chat. Ich habe noch hellere Lampen dabei, so ist das nicht. Ich muss mal eben einmal hier das Display ein bisschen heller machen. So Leute, ich bin hier in einer verlassenen Fabrik. Hier wurde damals Joghurt hergestellt, Käse, ja eben alles, was man so aus Milch herstellen kann. Es war sehr kompliziert hier reinzukommen, das sage ich euch. So, ich muss noch einmal kurz gucken. Okay, Leute, ich würde sagen, wir starten durch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Wenn euch das live gefällt, dann bitte teilen und liken. Ganz, ganz wichtig. So, Leute. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Hier gibt es einige schöne Graffitis. Übrigens, Mr. T hat sich auch schon hier verewigt. Zeige ich euch gleich. Nehmen wir mal ganz nah. Ganz klar, hier hat es auch schon gebrannt, Leute, hier wurde Feuer gelegt. Hier waren wieder irgendwelche Gestörten unterwegs und haben Feuer gemacht. Hier könnt ihr das sehen, da ist schon ein Teil der Decke runtergekommen, da oben. Und auch hier, Leute, hat es gebrannt. Hier ist komplett alles eingestürzt und da hinten auch. Da. Boah, Leute, das war echt anstrengend, hier reinzukommen. Boah, jetzt habe ich morgen bestimmt Muskelkater von dem blöden Rumgekletter. Aber wir sind drin und gleich nehme ich mir einen Stuhl mit, dann geht es etwas leichter. Hier stehen ja immer genug Stühle rum, habe ich schon gesehen. Boah, Leute, wir überprüfen mal, was hier so los ist. Wenn ihr nichts mehr erkennen solltet, schreibt das bitte. Ich habe noch viel, viel hellere Lampen dabei. Ich will das nur erstmal so ein bisschen gedimmt halten hier. Wahnsinn. Was für ein Riesenvieh. Wird jedes Mal schlimmer dort. Ja, Michael, da hast du recht. Ich könnte hier echt die Krise kriegen. Leute, ich war das letzte Mal mit dem Michael hier. Das ist schon, ich glaube jetzt, ja, was, ich weiß das nicht mehr, zwei Monate her. Seitdem ist das Ding auch tatsächlich zu. Man kommt hier nicht mehr rein. Man muss über so ein ja etwas höheres Tor hüpfen, Leute. Ich habe es jetzt gemacht, aber ich merke es sofort am Rücken und auch an den Armen. Aber egal jetzt, Leute. Auf dem Rückweg nehme ich mir einen Stuhl mit. Da vorne steht ein Stuhl. Den nehme ich mir gleich mit. Dann habe ich das Springen gespart und es geht dann etwas leichter vorwärts. Es kann manchmal etwas kompliziert werden, so mit dem Internet. In manchen Räumen, Leute, ist halt leider so. Ich glaube aber, ich mache das jetzt mal anders, Leute. Es wird mal kurz dunkel, keine Sorge.
Ich muss mal eben die andere Lampe rausholen. So. Wieso ist schon wieder kein Empfang? Verstehe ich gerade nicht. Ach, jetzt ist er wieder da. Okay. So, Leute. Ich habe jetzt mal eine andere Lampe rausgeholt. Guckt euch das mal an hier. Was für eine Location, Leute. Guckt mal hier. Ist das nicht schön, Leute? Das bin ich. Das bin ich. Ja, ja, ich bin das. Ich weiß das genau, dass ich das bin. Ah, hat wieder einer meine Möhrchen vergessen. Leute, guckt euch das mal an hier. Ich mache mal eben das Licht ein bisschen heller. Leute, was für eine geile Location. Guckt euch das mal an. Wahnsinn, guckt euch das an, Leute. Aber hier wurde schon wieder ganz schön randaliert, Leute. Es ist echt schlimm. Michael, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Du kannst dich doch bestimmt noch erinnern, als wir mit der lieben Nicole hier waren. Hier war mal ein Tisch mit diesem Lenkrad, was da vorne auf dem Boden liegt. Haben sie alles zertrümmert hier. Hier sind auch schon wieder überall Glasscherben. Die waren letztes Jahr nicht. Wahnsinn. Guckt euch das an, Leute. Wahnsinn. Alles zertrümmert hier. Den Stuhl nehme ich gleich mit. Keine Sorge, Leute, den nehme ich nicht mit nach Hause. Der bleibt hier. Der bleibt dann am Tor stehen. Mr. T war auch hier, Leute. Da ist er. Den gibt es aber tatsächlich hier nochmal in der verlassenen Fabrik. So, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen weniger Licht, Leute. So, die Batterien verbrauchen nämlich echt immer wieder Unmengen an Strom. Wahnsinn. Guckt euch das an. Die haben mir die ganze Tür rausgetreten, Leute. Die Deckenverkleidung haben sie weggemacht. Ich verstehe das einfach nicht. Wie kann man so... Ich weiß nicht, was das soll, ne? Ehrlich nicht, Leute. Also Michael, wenn du noch da bist, also ich glaube, du siehst es. Als wir das letzte Mal hier waren, sah das hier nicht so schlimm aus. Also hier, das wird immer schlimmer. Hier steht ein ganz alter Computer. Leute, manchmal kann der Empfang etwas schlecht werden. Guckt euch das an hier. Wahnsinn. Was haben die hier schon wieder randaliert? Bin doch da, super, das freut mich. Ja, da hast du recht, da kann man nur den Kopf schütteln. Ich könnte echt kotzen, Leute. Ich kann mich noch erinnern, wie dieses Lost Place hier aussah, bevor hier alles zertrümmert wurde. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, Leute, einfach nur sehr, sehr traurig. Und das Problem ist, dass man hier im Moment tagsüber nicht rein kann. Am Abend ist es nicht so schlimm, wenn man über das Tor springt. Das fällt im Dunkeln nicht so direkt auf wie jetzt im Hellen, Leute. Seht mal hier, ich mache noch mal das Licht jetzt ein bisschen heller. Wie groß dieses Gebäude ist. Eine riesige Location, Leute. Und hier ist alles zertrümmert. Guckt euch das mal an. Es ist zum Kotzen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Es regnet hier auch teilweise durch die Decke. Hier gibt es einige neue Graffitis. Leute, wenn euch das live gefällt, dann bitte teilen, teilen, teilen und liken. Ganz wichtig. Wahnsinn, guckt euch das an. Der absolute Wahnsinn. Boah, mein Gott, hier haben sie aber ordentlich Gummi gegeben. Michael, guck dir das mal an. Überall neue Graffitis, hier riecht es auch nach Farbe. Alter Schwede, guckt euch das an. Alles neue Graffitis hier, Leute. Wahnsinn. Hier riecht es auch. Das muss irgendwie jetzt erst vor kurzem gemacht worden sein. Haben sie sich dabei ein Bierchen getrunken? Gut, ist alles in Ordnung. Graffitis, ihr wisst es. Ich finde sie schön, wenn sie gut aussehen. Guckt euch das an. Ja, Michael, das ist alles neu.
Ich habe dir ja gesagt, hier hat sich so einiges geändert. Hier auch. Das ist aber noch nicht alles, Leute. Ich drehe mich mal um. Das sieht auch nicht schlecht aus hier, guckt mal. Es riecht hier auch nach Farbe. Das ist ganz frisch, Leute. Kann auch nicht lange her sein. Die ist hier vorne sogar noch nass. Das heißt, heute oder vielleicht gestern, keine Ahnung. Alles gut. Ey, ich sag dir, Michael, die müssen alle über das Tor springen, so wie ich, und haben bestimmt alle morgen Muskelkater. Mensch, das Kinder, ich mit meinem dicken Bauch über dieses Ding. Das war, das hättet ihr sehen müssen, Leute. Mit einem Satz war ich da drüber. Ich bin echt stolz auf mich. Denn normalerweise, ne, mache ich sowas überhaupt nicht. Aber ich wollte hier unbedingt rein. Ich war ja gestern schon hier, konnte nicht rein, weil draußen die Bullen waren. Nicht hier wegen der Fabrik, sondern da war ein Unfall. Und das ist natürlich dann kontraproduktiv, wenn du vor deren Augen da einen Satz machst. Mit einem Satz. Ne, ihr kennt mich ja. Also war ich ja gestern im Horrorhaus und habe euch den Raum gezeigt, in dem da irgendwie, ja, es spukt. Jetzt machen wir das Licht wieder ein bisschen dunkler, Leute. Das Geile ist ja bei der neuen Taschenlampe, die wird, je länger die an ist, umso wärmer wird die, Leute. Oh, guck mal, Leute, Mr. T. Mr. T, da ist er wieder. Der liebe Mr. T, Leute. Da oben hat es auch gebrannt, da ist die Decke eingestürzt. Leute, das ist der absolute Hammer. Michael, guck mal, da ist er wieder, unser Freund, Mr. Toe. Mein Modi ist weg, kann nicht sein, Michael. Ich gucke aber später gerne mal nach. Mr. T, da ist er. Leute, Mr. T, er war hier. Nein, heute kein Krankenhaus, Leute. Krankenhaus habe ich ja gestern gesagt, am 4. Februar. Zwischen, ja, es wird sehr früh, Leute, zwischen 9 Uhr und 10 Uhr am 4. Februar geht's los. Bist du im Keller? Nein, das ist nicht der Keller, der ist eine Etage tiefer. Hier ist Mr. T, Leute. Ihr wisst ja, ich finde diese Graffitis von ihm echt cool. Da hat er sich auch nochmal verewigt mit einem Tee. Geil, 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 Leute. Ich sag euch, der Weg hat sich doch wieder gelohnt. Absolut super geile Location hier, diese verlassene Fabrik. Guckt euch das an hier. Das A-Team, genau, mit Mr. T, unser B.A. Bawekos. Ah. Ich bin in einer verlassenen Milchfabrik in Nordrhein-Westfalen, Leute. Genauer Ort wird nicht bekannt gegeben, das kennt ihr ja schon. Hier haben schon die Brandstifter auch gewütet. Hier hat es gebrannt in zwei verschiedenen Ecken hier drüber. Hat es auch gebrannt, Leute. Und Teile der Fabrik sind auch schon tatsächlich eingestürzt. Ihr seht ja, hier ist noch vieles aus Holz, ne? Sehr, sehr schade. Hier oben hat es auch gebrannt, Leute. Das ist sehr, sehr schlimm hier. Hier fällt auch immer wieder die Deckenkonstruktion runter. Hier muss man echt sehr aufpassen. Das ist echt brandgefährlich hier. Schaut euch das mal an. Da oben könnt ihr das sehen. Das ist durch das Feuer vernichtet worden hier. Leute, ich muss hier echt wahnsinnig aufpassen. Da unten ist die Werkstatt, Leute, von der,
von der Fabrik. Da wurden damals die firmeneigenen Fahrzeuge repariert. So, ich gehe hier wieder raus, Leute. Wenn diese Türe zuknallt, dann ist das nicht so gut. Ich habe nämlich heute meine Klinke nicht dabei. So, Leute, schaut mal hier. In diesem Raum wurde Feuer gelegt. Hier ist alles abgebrannt. Seht ihr das da oben? Ne, alles komplett eingestürzt nach dem Feuer. Das ist echt nicht mehr normal. Hier liegen überall noch die Firmenunterlagen rum. Ich sag euch, Leute, für mich nicht mehr nachvollziehbar. Hier ist der Dachboden, Leute. Schaut mal, da kommen auch schon Teile der Decke runter. Gebrannt hat es hier drinnen jetzt aber, glaube ich, nicht. Aber rein gehe ich nicht mehr, weil ihr seht es wirklich. Da kommt immer mehr von der Decke runter. Das war im Dezember oder November, als wir hier waren, war das nicht. Das ist echt der absolute Hammer, Leute. Es ist echt brandgefährlich hier. Hier ist alles eingestürzt, Leute. Ihr seht es von der Decke oben. Alles kommt hier runter. Wahnsinn, hier auch. Da muss man wirklich echt vorsichtig sein. Hier liegen die ganzen Firmenunterlagen rum. Leute, guckt euch das an hier. Hier liegen überall noch die Firmenunterlagen. Alter Schwede, was für eine Location. Hier auch. Ihr könnt es sehen, überall hat es hier gebrannt. Die schlimmste Seite ist tatsächlich hier. Auf dieser Seite, Leute. Da ist die komplette Decke runtergekommen. Da sind überall noch die Firmenunterlagen. Diese Bekloppten haben hier natürlich die, ihr seht es, die Firmenunterlagen angezündet. Ne? Ja, Leute, ich bin natürlich vorsichtig. Ja, es ist alles einsturzgefährdet. Ich bleibe auch hier nicht lange in dem Raum, aber ich will euch das einfach mal zeigen hier. Da oben seht ihr die Holzbalken, alle durchgebrannt. So, Augenblick, Leute, es geht sofort weiter. Ich muss mal jemanden stumm schalten. So, das war's schon, wir machen weiter. Leute, hier kommt man kaum vorwärts. Hier ist durch das Feuer echt alles zerstört worden. Da oben ist, da seht ihr ja, da ist nichts mehr. Das ganze Dach ist weg. Die ganzen Firmenunterlagen sind noch da. Alter Schwede. Echt schade um die Fabrik. Wurde 2000 wurde die Fabrik geschlossen. Und 2002 wurde sie endgültig zugemacht. Diese Fabrik wurde von einer anderen Firma geschluckt. Und dann war hier Schluss. Was ich noch nicht verstehe ist, warum die immer die Unterlagen zurücklassen. Hier stehen, also hier gibt es tatsächlich noch ja, Quittungen und Rechnungen in D-Mark-Beträgen, Leute. Also die deutschen D-Mark, die vermisse ich ja sehr. Ne? Millionenbeträge, was hier eingegangen ist. Viele von euch können sich vielleicht noch erinnern an eure Kindheit, so die 70er, 80er, 90er Jahre. Da habt ihr übrigens, wenn ihr Schulmilch getrunken habt, dann kam die hier aus dieser Fabrik. Ne? Die Schulmilch wurde damals tatsächlich für die gesamte Bundesrepublik hier hergestellt und nur hier. So war das in den 80ern. Heute gibt es ja Kakao und sowas in allen Varianten von 150.000 verschiedenen Herstellern. Aber früher war das eben anders. Die Schulmilch wurde hier produziert und die hat echt gut geschmeckt. Ne? Bis Ende der 90er Jahre gab es die in den Schulen und auch in den Supermärkten gab es die Milch zu kaufen, die Joghurtprodukte. Nur mal so, diese Firma hat auch für andere Firmen hergestellt, wie zum Beispiel Onken. Viele von euch kennen ja Onken, das ist ja auch so eine Art Joghurt. Die haben also auch für diesen Hersteller hier abgefüllt. Der hatte aber tatsächlich mit der Fabrik hier nichts zu tun, nein, Tufi auch nicht.
Aber wie gesagt, also hier wurden so einige Sachen auch für andere Anbieter hergestellt. Das ist ja schon immer so gewesen. Ihr wisst ja auch im Discounter, da gibt es ja immer diese No-Name-Produkte. Die werden ja auch von namhaften Markenherstellern hergestellt. Die können ja nicht alle ihre eigene Firma haben, wo die dann den ganzen Kram herstellen. Ne? So Leute, nochmal einen schönen Blick auf Mr. T. Und dann gehen wir wieder runter in die riesigen Hallen. Ich muss ein bisschen auf meine, obwohl ich habe noch einen Ersatzakku dabei. Die ist echt gut hier, diese Olight. Ne? Aber auch die verbraucht natürlich richtig viel Strom. Ich mache mal ein bisschen dunkler. Ich habe mir dazu extra mal bei Amazon so einen zweiten Akku bestellt. Hier wird ja, die kann man ja auch hier direkt an eine Steckdose aufladen. Die ist richtig gut, Leute. Die hat 2000 Lumen, das sollte eigentlich ausreichen für so eine Fabrik. Natürlich, wenn man die ganze Zeit auf die höchste Stufe stellt, ihr wisst es, dann ist auch ganz schnell Sense im Gelände. So, wir gehen wieder runter. Jetzt habe ich eine Glasscherbe hier unterm Schuh. Mach dich vom Acker, Glasscherbe. So. Leute, guckt euch das an, was für eine Location. Was für eine geile Location. So Leute, jetzt könnte der Empfang etwas schlechter werden. Bleibt bitte dran. Wir gehen mal in den Keller. Ihr wisst ja, auch im Keller, da ist es immer schön. So. Ja, Michael, wenn du noch da bist, du kennst ja die Fabrik. Ich sag dir, es sieht hier richtig schlimm aus. Also die haben hier, und das obwohl hier kein Zugang ist. Also jeder, der hier rein will, muss so wie ich natürlich über dieses Tor springen. Und Leute, dieses Tor ist jetzt nicht so, dass man mal eben ja Beinchen hoch macht und dann da drüber ist. Nee, ist nicht der Fall. Es ist echt anstrengend, über dieses Ding zu kommen. Das merke ich auch. Mein armer Rücken, das werde ich morgen richtig spüren. Aber egal, Leute, das Leben ist nicht immer leicht. Jetzt sind wir hier drin und gut ist. Der Rückweg ist sowieso leichter. Da kletter ich einfach auf den Stuhl und dann ist es gut. So Leute, jetzt gehen wir. Hier stinkt es nach Farbe. Boah, und nach Farbe und nach, keine Ahnung. Was hat, ist Benzin irgendwie? Keine Ahnung. Boah, Michael, ehrlich, ne? Hier stinkt's. Aber hier sind überhaupt gar keine Graffitis. Hier ist eine Couch. Ordentlich randaliert. Ja, Lost Place. Ja, Michael, du, ich sag dir. Du weißt ja, als wir beide hier waren mit der Nicole, da sah das ja hier auch schon schlimm aus, ne? Aber ihr seht es, Leute, es ist der Hammer. Ja, hier haben sie auch randaliert. Das war alles nicht da, Leute, als wir das letzte Mal hier waren. Guck mal hier, Michael, was hier steht. Ich habe jetzt keine Ahnung, was genau das ist. Hier, guck mal, ich mache mal das Licht ein bisschen dunkler, dann sieht man das besser. Also ich habe jetzt gerade Gloria, es hat ein Feuer, Druck, keine Ahnung, Druck, keine Ahnung, ich kann das nicht mehr lesen. Auf jeden Fall war das letzte Mal nicht hier, das auch nicht. Ja, die beiden Sessel, das kennst du ja, die waren ja hier. Er war auch hier, Leute, der wird ja gesucht hier. Seit den 80er Jahren wird er gesucht. Kein Mensch hat ihn bis heute gefunden, Leute. Wer weiß, wo der sich rumtreibt hier. Also Leute, ihr wisst es, der wird gesucht. Der versteckt sich hier irgendwo. Ich habe immer Angst, dass der irgendwann mal irgendwo aus seiner Höhle kommt hier. Ne, Leute, also aufpassen und weitermachen. So. Ja, hier unten im Keller ist natürlich echt... Das ist eine Sprühflasche. Ja, vielleicht ist das auch das, wonach das hier riecht, Leute. Ich habe keine Ahnung, was die hier wieder angestellt haben. Ich möchte es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ach, Gartenspritze. Ja, dass ich ein Held bin, das weiß ich. Aber nett, dass du mich nochmal dran erinnerst. So, wir machen mal weiter, Leute. Hier liegen überall auch Neonröhren auf dem Boden rum. Hier. Geht's auch noch mal runter in den Keller, Leute. Viel Müll, aber da würde ich jetzt tatsächlich nicht runterklettern. Gloria Druckbehälter, genau so ist es. Kann noch jemand von euch einen Sonnenschirm gebrauchen? Ich hätte einen im Angebot. Also ich mache mal 5 Euro, wer bietet mehr? So. Ja, ihr seht das ja hier, ne? Der Zahn der Zeit, Leute, und leider auch die Idioten, die hier immer randalieren. Das ist natürlich für, aber das hier, Leute, das ist natürlich ganz klar,
Ne? Der Zahn der Zeit. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Das sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Ich liebe es, wenn Lost Places richtig alt sind, Leute. Die haben ja auch so eine Geschichte. Die erzählen ja auch eine Geschichte. Das Problem nur einfach ist, ne, diese ganzen Bekloppten, die immer alles kaputt machen. Das sind die, die mir eigentlich so richtig auf den Punkt gehen. Ne? Sagen wir mal so. Hier geht's nach draußen, Leute. Michael, du weißt es, ne? Da liegt da der BMW. Kannst du dich noch erinnern? Der schöne Dreier BMW. Da liegt er, guck mal. Da liegt er immer noch so ganz traurig in der Ecke herum. Danke fürs Folgen, Leute. Wahnsinn. Schöne alte Fenster, leider auch schon zerstört. Ja, ich weiß nicht, was das ist, Leute. Ob das jetzt ein Feuerding ist oder sonst irgendwas. Es ist mir egal. Wir machen einfach weiter. So. Aber hier, boah Leute, hier stinkt es. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So wie so eine Art Benzin und Farbe, so gemischtes Zeug. Ehrlich, als wenn die hier irgendwas vorhatten. Wer weiß, ob die hier nicht irgendwas vorhatten, haben mich jetzt gehört und haben sich aus dem Staub gemacht. Das hatten wir ja schon mal in einer anderen Location. Da habe ich ja zwei von diesen Brandstiftern auf Richardhardt ertappt. Könnt ihr euch mal angucken, dazu gibt es ein Video bei YouTube. Die beiden Spinner waren ganz schnell weg. Und ich habe denen ordentlich den Kopf gewaschen, weil es ist, ich kann es nicht nachvollziehen. Wie kann man einfach immer wieder alles zerstören, alles in Brand setzen? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ne? Das ist, keine Ahnung, Leute. Wahnsinn. Mein Gott, hier liegen 100.000 Glasscherben rum. Hier liegt sogar eine Matratze, Leute. Viel Müll liegt hier rum, da hinten liegen viele Türen. Guckt euch das mal an hier. Tausende Glasscherben. Gehen wir am besten hier rum. Hier ist nicht so viel Unrat. Meine Fresse. So, Leute. Absoluter Hammer hier. Ja, guten Abend, ihr Lieben. Ich muss so ein bisschen auf meine Umgebung achten. Ich kann nicht die ganze Zeit auf den Chat gucken. Hier wurden neue Graffitis angebracht. Und in der Schule, wo wir den Brand noch... Ja, genau. Michael, du hast recht. Da waren ja auch... Da haben wir diese Spinner ja auch auf Richardhardt ertappt. Da sind die ja sogar irgendwie durch das Gebäude abgehauen. Weg waren sie, als sie uns gesehen haben. Einfach traurig sowas. Ich bin auch tatsächlich der Meinung... Die müssen mal viele, viele Jahre in eine Zelle und bei Wasser und Brot, damit die mal lernen, was man darf und was man nicht darf. Ich meine, Leute, ihr wisst es, es ist natürlich auch nicht erlaubt, in solche Locations reinzugehen, ja. Aber ne, ihr kennt das, wo kein Kläger, da kein Richter. Und wir machen auch nichts kaputt. Wir gehen hier rein, wir schauen uns diese wunderschönen Graffitis an, gehen wieder raus. Das Einzige, was man sieht, sind unsere Fußspuren. Und keine Feuer oder zerstörte Scheiben, sowas hinterlassen wir einfach nicht. Ne? Und dieses Gebäude hat eh keinen Besitzer mehr, sollte tatsächlich auch Anfang letzten Jahres abgerissen werden. Aber die Bewohner, die Anwohner, haben da nicht mitgespielt, weil die wohl hier irgendwas bauen wollten, was den Anwohnern überhaupt nicht gepasst hat. Also hat sich der Investor zurückgezogen und seitdem ist dann hier... Der Abriss gestoppt und das finde ich gut. Ich hoffe, dass das Ding noch die nächsten 20 Jahre hier stehen bleibt. Wir brauchen nicht noch mehr Hochhäuser, Wohnungen oder sonst was. Davon gibt es schon genug. Und es stehen ja auch einige noch leer. Ihr habt es ja gestern erst gesehen. Ne? Also solche schönen Locations, die müssen geschützt werden, Leute. Ich finde die einfach wirklich wunderschön. Wahnsinn. Ist natürlich schade, dass das Gebäude keinen Strom mehr hat. Das wäre natürlich echt richtig geil. Ne, dann könnte man hier mal Licht anmachen und ganz gemütlich durchspazieren. So. Bei Lost Places nimmt man nur Erinnerungen mit und hinterlässt nur Spuren. Genauso ist es und nichts anderes.
Aber leider gibt es genug Bekloppte, die sich daran nicht halten. Ihr seht es ja hier. Das sind aber tatsächlich keine Lost Placer, die sowas machen, sondern irgendwelche Gestörte, die in der Schule einfach nicht aufgepasst haben, im Leben nichts gelernt haben, ne? Scheinbar auch keine Freunde haben oder was auch immer und ihre Wut dann an Gegenständen auslassen. Ihr seht es ja hier. Und da fehlt mir jedes Verständnis für. Und selbst wenn die sich mal in so einer Location verletzen, Leute, hätte ich damit überhaupt kein Mitleid. Dann würde ich einfach sagen, selber schuld. Ne? So, jetzt machen wir mal weiter hier, Leute. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch ein schöner Stuhl. So ein schöner weißer Bürostuhl, Leute. Ich glaube, hier war damals ein Aufbewahrungsraum, vielleicht auch so eine Kühlkammer könnte auch sein, wenn man sich so die Tür hier anguckt. Ne? Ja, Michael, du müsstest eigentlich tatsächlich weiter Moderator sein. Musst du mal gucken, wenn einer sich nicht benimmt, kannst du das ja mal übernehmen. Aber die meisten von euch sind echt lieb. Es gibt nur ganz wenige und die kriegen natürlich eine Fahrkarte nach draußen. Und dann ist gut. So, Leute, guckt euch das an. Was ist das, eine geile Location? Wahnsinn. Der absolute Hammer. Also, Leute, hoch gehen wir jetzt mal besser nicht. Die haben die halbe Treppe schon geklaut. Da fehlt schon die Hälfte des Treppengeländers, sehe ich gerade. Hier gehen wir auch nicht runter. Da unten ist kein Empfang. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Hier steht so eine Dose von so einem Sprayer rum. Guckt euch das an. Was für eine geile Location. Gut. Ja, ich sag euch, Leute, es ist, ich würde die gerne mal am Tage besuchen, aber es ist halt im Moment nicht möglich wegen diesem blöden Tor, ne, wo man da drüber hüpfen muss. Am Abend ist das völlig egal. Aber am Tage, es ist einfach nicht gut. Ne? Obwohl die Anwohner hier, die sagen nichts. Ne? Die sehen jetzt tatsächlich hier in dieser Ecke auch mein Taschenlampenlicht, weil hier durch die Fenster da hinten können die das sehen. Aber das interessiert hier keinen. Ne? Das hatten wir alles schon. Da ist sogar ein Anwohner, der winkt mir immer zu, wenn ich draußen rumlaufe. Aber früher war das auch tatsächlich, Michael, du kannst dich ja noch erinnern, etwas leichter hier reinzukommen. Da war das Tor auf. Nee, da konnte man einfach reingehen. Ja, Michael, jetzt brauchst du all deine Kraft, um einmal drüber zu hüpfen. Das ist schon echt lustig. Das macht auch, ja, es macht auch Spaß, wenn man sportlich ist, ne? Aber ihr wisst ja, Sport ist Mord, ne? Macht also nicht immer wirklich Spaß. So. Moment, jetzt ist das Bild unscharf. Augenblick, das machen wir mal sofort anders. So. Ah, jetzt sollte es wieder etwas besser sein. Ich hoffe, dass ihr das alles trotzdem gut erkennen könnt. Was für eine geile Location, Leute. Was haben die denn hier angestellt? Hier ist ein Loch im Boden. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, jetzt wird langsam die Batterie schwach. Mal eben gucken, was die Batterie sagt. Wo ist sie? Aha. Nee, noch leuchtet sie nicht rot. Okay. Ach, guck mal, da ist noch mal. Oh, was sehe ich denn da? Leute, da ist noch mal Mr. T. Den habe ich ja das letzte Mal ja nicht gesehen, als wir hier waren. Aber ich glaube, da war der auch noch nicht hier. Hier ist noch mal Mr. T, Leute. Guckt mal. Ich glaube, das andere Graffiti ist auch von ihm. Weil es ist mir in vielen Locations schon aufgefallen, Leute. Immer wenn das da ist, ist das auch da. Ihr seht es. Guten Abend, Nicole. Dieses Graffiti ist neu. Das heißt, Mr. T war nochmal hier. Denn dieser Raum hier, der war das letzte Mal ohne Graffitis. Das ist brandneu, Leute. Schaut euch das an. Richtig geil. Es hat sich doch tatsächlich gelohnt, über dieses blöde Tor zu hüpfen. Leute, ich liebe es. Und ich garantiere euch, ja, sag ich ja, das hier und der gehört dazu. Ihr habt ja gerade oben gesehen, in dem anderen Gebäudeteil, da war das ja auch, da war er hier.
Und oben an der Treppe war dann, nee, da war er, genau, und unten war dann er wieder und daneben nochmal. Aber die beiden sind jetzt tatsächlich neu und wirklich wunderschön. Wenn ihr einen Screenshot machen wollt, macht ihn gerne jetzt. Moment, ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen. Ich nehme mal ein bisschen zurück, Leute. Dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, einen Screenshot machen. Weil ich finde die einfach schön, ne? So. So sollte es gehen. Moment, ich mach mal so. Ne, das ist auch scheiße. Ich glaube, so geht's. Ja. Wirklich schön. Wunderschön, Leute. Herrlich, wie ich das liebe, ne? Das hat sich doch tatsächlich gelohnt. Also hatte der Rolf recht, dass der Mr. T ein zweites Mal hier war. Denn tatsächlich habe ich das letzte Mal seine Graffitis hier entdeckt, im oberen Teil, aber das hier war das letzte Mal noch nicht. Und jetzt einfach traumhaft schön. Ja, die siehst du öfter, das ist klar, die sind in fast allen Locations, außer im Horrorhaus, Leute, wo ich gestern war. Wobei der Hase etwas anders aussieht. Ja, also das ist ja auch normal, Nicole, dass der anders aussieht. Das bin ja auch ich. Ne? Ich sehe ja nur mal anders aus als er da. Ne? Ja, Leute. Also ich kann tatsächlich hier drinnen jetzt gesehen werden. Also hier ist mir aber auch egal, Leute. Ich zeige euch das mal. Hier ist tatsächlich direkt gegenüber ist jetzt noch ein Gebäude, das haben die zugemacht. Ne, da war mal das Wohn- und Geschäftshaus. Ich mache das Licht jetzt mal ein bisschen dunkler, Leute. Da kann man ja überhaupt gar nichts sehen. Muss ich Fenster aufmachen. Ich guck mal eben, ob keiner guckt, Leute. Dann mache ich das Licht wieder an. Augenblick kurz. Das sieht überhaupt gar keiner. Da ist keiner am Fenster. Guckt mal, Leute. Das war damals das Wohn- und Geschäftshaus. Das haben die komplett zugemauert. Da hinten steht eine Tür offen. Aber ansonsten haben die das einfach komplett zugemacht hier. Da kommt man überhaupt nicht mehr rein. Das weiße Gebäude oder gelb, kann man auch sagen, gehörte auch dazu. Aber direkt daneben sind Wohnhäuser, Leute. Da oben stehen Fenster offen. Komischerweise war das beim letzten Mal nur das auf. Aber das ganz oben war zu. Merkwürdig. Aber es ist hier unten alles zu. Es kann eigentlich niemand rein ins Gebäude. Das seht ihr ja. Boah, es ist schon wieder am Pissen draußen, Leute. Wahnsinn. Guckt euch das an. Der absolute Hammer. Wir gehen wieder rein und machen ein Fenster zu. Der Griff ist sogar noch da, Leute. Kein Witz, guckt mal. Da konnte man Fenster zumachen. Ne? Machst du Fenster zu? Ist kalt. Ne? So, machen wir Licht wieder hell. Noch ist die Lampe echt gut, die neue schöne Lampe. Macht Spaß. Hier geht es noch mal runter in den Keller, Leute. Das lassen wir aber einfach mal, würde ich sagen. Ne? Ne, ihr wisst ja, Keller ist nie gut, was ja den Empfang angeht. Wahnsinn, guckt euch das mal an hier. Was für eine schöne Location. Hier sind echt, insgesamt sind 10 neue Graffitis hier drinnen, Nicole. Hinten sind auch ganz neue, richtig schöne. Michael hat die eben schon gesehen. Da gehen wir jetzt eh nochmal hin, denn da müssen wir sowieso raus. Aber hier nochmal, Leute, da ist er nochmal. Mr. T und ich. Das bin ich und das ist Mr. T. Oder man könnte auch sagen, ist das nicht der BA aus dem A-Team? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Aber schön ist es trotzdem. So. Leute. Mr. T. Also dann muss der natürlich aber auch über das Tor gehüpft sein, Leute. Weil anders geht's einfach nicht. Das ärgert mich seit 2 Monaten, aber heute habe ich mir gesagt, komm, jetzt gehst du rüber, aber gut war es nicht, mir tut der ganze Rücken weh. Aber egal, Leute, es hat sich gelohnt, ich habe Mr. T getroffen, ich liebe diese Graffitis von ihm, die sind einfach geil, dafür hat sich das gelohnt. Und wenn ich hier gleich fertig bin und das Live beendet habe, mache ich noch ein paar Fotos. Hauptsache, die Bullen kommen nicht, weil man weiß ja nicht, ob doch wieder irgend so ein Depp mal die Bullen ruft. Ich mache das Licht jetzt mal kurz ein bisschen dunkler, Leute. Wir müssen jetzt in den Raum, wo überall, ich zeige euch das mal. Seht ihr, da ist die Hauptstraße und überall Wohnhäuser. Aber in der Regel interessiert die das nicht. Und in dem Haus, was ihr jetzt seht, da wohnt sogar jemand, der winkt mir immer zu.
wenn ich hier rumlatsche. Deshalb etwas dunkler. Ihr könnt ja trotzdem alles sehen, weil es kann natürlich auch sein, dass die da hier mal vorbeifahren, zufällig. Ne? Und dann, ich meine, reinkommen die hier sowieso nicht. Die Tore sind zu. Und bis die hier drin sind, Leute, bin ich schon längst wieder weg. Ne? Da sitze ich schon im Zug und bin in Brasilien, bis die hier drin sind. Da habe ich keinen Vertrag mit. So. Aber ihr seht es, Leute, also hoch gehe ich die Treppe nicht, das ist mir zu gefährlich. Da haben sie das Geländer schon abgesäbelt. Die sieht auch nicht mehr so richtig stabil aus. Lieber nicht, Leute. Da oben ist eh nur eine Halle und mehr ist da nicht. So. Absoluter Hammer, das ist auch neu, das Graffiti. Das war beim letzten Mal noch nicht, wenn ich mich recht erinnere. So, jetzt gehen wir noch mal nach hinten. Da ist ja auch noch mal Mr. T hier vorne. Da seht ihr ihn schon. Mr. T, ich komme. Mr. T, ich liebe ihn. Ich weiß nicht, warum ich ihn liebe, Leute, aber Nicole, wenn du noch da bist, ich muss dir leider sagen, die haben hier alles zerstört, was du aufgebaut hast. Also ich muss dir leider sagen, alles kaputt, wie du siehst. Die haben sogar das Lenkrad weggemacht. Hier alles zerstört leider. Es ist wirklich sehr schade. Das schöne Blümchen steht jetzt weit, weit da hinten irgendwo. Wo ist der Stuhl? Ja, der steht noch hier, der war weit weg. Den nehme ich übrigens gleich mit, Nicole. Natürlich nicht nach Hause, Leute. Wir nehmen vom Ort des Geschehens nichts mit. Den nehme ich mit bis zum Tor. Ich brauche den. Dann kann ich einfach besser hier wieder raus, ohne dass ich mir irgendwann doch noch den Rücken kaputt mache. Da ist er, Leute. Da ist er. Guckt mal, da ist er. Aber das ist noch nicht alles. Mr. T hat natürlich hier noch was gemacht. Ja, ihr wisst es, Mr. T ist ja fleißig. Ne? Wir gehen jetzt noch mal hier vorne rein. Dann zeige ich Nicole mal diese neuen Graffitis, die sie ja auch noch nicht kennt. Hier war er ja auch. Es ist schon richtig geil. Wo ist der Stuhl? Da steht er, Nicole, der Stuhl. Da ist er. So. Wir machen weiter. Alter Gott. Die haben hier ganz schön randaliert. Ich kapiere das einfach nicht, was das immer wieder soll. Das gibt mir echt Rätsel auf. Jetzt kommt der Raum mit den neuen Graffitis. Die sind auch noch sehr frisch. Hier stinkt es extrem nach Farbe. Alles neu. Alles neue Graffitis hier. Machen wir mal ein bisschen dunkler. So, Leute. Das hier finde ich geil. Muss ich ehrlich sagen, Leute. Guckt mal, ich finde es geil. Es mag natürlich Leute geben, die sagen, ach, was ist jetzt daran wieder geil. Ich finde es schön. Und ich finde es einfach, ja. Wenn die Künstler sich Mühe geben, dann ist das schon richtig heftig. Ne? Und ich sage mal ganz ehrlich, lieber die ganze Location voller Graffitis als ein einziges zerstörtes Fenster, Leute. Ne? Weil das verschönert die Location ja auch. Und der Zahn der Zeit, der an dem Gebäude nagt, das finde ich auch schön. Aber es soll halt alleine passieren, Leute. Wenn das Gebäude von alleine irgendwann zusammenbricht, ja, dann ist das eben so. Aber leider gibt es diese Deppen, die alles kaputt machen, alles in Brand setzen. Und das nervt mich einfach extrem. So. Ist auch schön. So sieht's aus. Ich drehe mich nochmal um, weil ich finde, diese sind auch schön hier an der Wand, ganz klar. Aber das hier, Leute, da geht nichts drüber. Ich werde hier gleich noch ein Kurzvideo drehen, wenn ich es noch schaffe. Weil ich habe halt immer auch so das Gefühl, dass vielleicht die Bullen mal anrücken. Ne, aber ich glaube es nicht. Und wenn sie kommen, dann spielen wir eben Fangen. Mal gucken, wer dann gewinnt. Denn eins kann ich euch wirklich garantieren, Leute, die Location hier, die habe ich ja nicht zum ersten Mal besucht. Ich war mit der Nicole und dem Michael ja hier. Und ich kenne diese Location gut. Das heißt also tatsächlich jeden einzelnen Schleichweg. Und ich sag mal so, wenn hier irgendwer reinkommt, der hier noch nie drinne war, oder vielleicht erst einmal, der muss erstmal hier reinkommen und gucken, wo bin ich denn? Und ich rufe natürlich nicht hier. Einfach geil, Leute. Einfach geil. Ich liebe es, Leute.
Ja, ihr wisst ja, Leute, letztes Jahr war ich im, wann war ich, weiß ich gar nicht mehr, da war ich ja auch unterwegs in so einer, in dem Altenheim. Das habe ich euch ja gezeigt, bis es abgerissen wurde. Tatsächlich steht von dem Gebäude ja nur noch die Hälfte. Und am letzten Tag, als ich euch das gezeigt habe, hatte ich gerade das Live beendet. Da hörte ich es draußen. Hallo, hier ist die Polizei, kommen Sie bitte raus. Da haben wir uns oben in so ein kleines Waldstück gesetzt und uns erstmal schlapp gelacht, wie die da mit ihren Taschenlampen das Haus angeleuchtet haben. Und wir gegenüber saßen und uns gefragt haben, Mensch, was machen die eigentlich da? Die suchen ja an einer ganz falschen Stelle. Nach einer Stunde waren sie dann weg. War schon lustig, hat auch Spaß gemacht. Ne? Das hat man eben davon, wenn man die Location nicht kennt. Ne? Hier waren mal die Transformatoren drin, Leute, alles geklaut, nichts mehr da. Ihr seht es hier, die ganzen Scheiben im Arsch. Das ist echt der Hammer. Hier gehen wir jetzt auch nicht rein, Leute. Da hat es auch gebrannt und da ist auch der Empfang ziemlich schwierig, würde ich sagen. Aber ihr seht ja tatsächlich auch so alles. Da muss man ja gar nicht reingehen. Ne? Boah, Leute, wisst ihr, was der Vorteil ist bei dieser Taschenlampe hier? Die ist richtig schön warm. Da bleiben wenigstens die Pfoten warm und frieren nicht ein. Finde ich gut. Ehrlich für gut befunden. Also hier war Mr. T nicht in der Ecke der verlassenen Fabrik. Das ist ein Graffiti, das ich schon kenne. Das war letztes Jahr schon alles hier. Ja, das auch. Ja, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Nicole, ich weiß es jetzt nicht. War das schon da hier, das Ding da hinten an der Wand? Ich weiß es ehrlich jetzt gesagt gar nicht. Das Haar da hinten ist neu. Das ist alt hier, das war schon. Aber dieses andere Ding, das war noch nicht. Da gehen wir mal kurz hin. Da dieses Ukraine, diese Ukraine-Fahne da, oder was das ist. Hier, dieses Friedenszeichen, das war noch nicht. Das ist auch neu. Ja, das ist neu, das war nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, das ist alles alt. Das war letztes Jahr schon hier drin. Geile Location. Geile Location, Leute. Ja, und hier ist jetzt der Teil, Leute, in dem es gebrannt hat. Hast du keine Taschenwärmer? Ja, sicher, aber das bringt mir nichts. Ich muss ja irgendwie die Kamera festhalten. So. Hier seht ihr, Leute, die halbe Halle, hier hat es gebrannt. Ja, hinten ist die halbe Halle eingestürzt. Komplett, da ist alles weg, selbst die Decke ist da eingestürzt. Hier wurde das Feuer gelegt, Leute, das könnt ihr hier noch sehen. Ich zeige euch das mal. So, scheiß Wohnhäuser gegenüber, das geht mir auf den Sack. So, hier guckt mal, Leute, da hat es gebrannt, das könnt ihr noch sehen. Hier ist die Decke auch teilweise eingestürzt. Das Dach oben selber ist aber tatsächlich noch da. Das ist nach dem Feuer passiert. Ne? Die Feuerwehr hat hier stundenlang den Brand bekämpft. Ne? Das ist echt der absolute Hammer, was hier passiert ist. Und ich glaube, ein halbes Jahr später ist das einfach eingestürzt hier. Und es ist halt tatsächlich hier brandgefährlich durchzulaufen, aber der einzige Weg, der mich hier rausführt, schaut euch das an, alles eingestürzt, komplett, da oben ist noch ein Teil da von der Decke und hier der Rest ist weg, seht ihr ja, liegt alles hier in Trümmern. Und das ist Stahlbeton, Leute, das hier nicht, das ist Gips, aber da drüber eben. Ne? Ich sag dir, Michael, zum Kotzen. Einfach schade, was aus dieser schönen Location geworden ist. Hier auch, ihr seht es, da oben ist die Decke runtergekommen. Wieso ist denn diese blöde Tür da schon wieder zu? Ach Leute, was nervt mich das, wenn diese Tür zu ist? Weil da rausklettern ist schlecht. Da liegt zu viel Unrat rum. Zu viel Nägel, zu viel spitze Gegenstände, ihr seht es. Ne? Das ist halt echt immer nervig, wenn diese Türe zu ist. Ne, ist leider zu. Na, jetzt müsste ich meine Klinke dabei haben, aber man kann ja nicht immer alles haben, Leute. Ne?
Einfach geil. Eine richtig geile Location, Leute. Boah. Und eine schöne warme Taschenlampe. Was will man mehr? Wahnsinn. Ich liebe dieses Schmuckstück, Leute. Und bin auch echt erstaunt, dass hier noch keine Krawallmacher im Gebäude sind. Aber die kommen bestimmt auch erst nachts. Wir können ja mal gucken, da hinten. Wenn die Treppe es zulässt, können wir ja mal hochgehen, Leute. In die erste Etage. Ich versuch's mal. Die Schuhe sind gut. Aber leider ist diese Treppe, der Michael und Nicole, die wissen's, ziemlich rutschig. Da ist viel Matsch und Dreck. Und da es ja hier an vielen Stellen reinregnet, ist das natürlich nicht immer leicht, Leute. Ne? Guckt euch das mal an da. Das ist auch mal geil. Ne? Eine kleine süße Tür. Da ganz, ganz oben da. Ne? Super. Für gut befunden. So, wir machen weiter. Leute. Alter Schwede, wie sieht das hier aus? Na, guckt euch das mal an. Hier steht alles unter Wasser, Leute. Boah, sieht das hier schon wieder aus. Mein Gott, Walter. Alter Walter. So, Leute, ich muss das Licht mal ein bisschen dunkler machen jetzt. So, ganz vorsichtig. Das ist echt spiegelglatt hier. Verstehe ich gar nicht. Boah, Wahnsinn. Erstmal gucken, ob keiner guckt. Ja, Leute, ich sage euch, der absolute Hammer. So, jetzt wieder ein bisschen dunkler machen. Wir gehen mal rüber, Leute. Ich will euch noch ein anderes Gebäude zeigen. Wahnsinn, guckt euch das an hier. Die haben hier übrigens gerodelt. Hier war mal richtig viel Unkraut. Das haben die alles weggemacht. Jetzt zeige ich euch das Ding einmal von außen, Leute. Schaut es euch an. Ein Schmuckstück, ein Prachtexemplar. Von außen sieht das noch richtig schön aus, Leute. Aber leider von innen nicht mehr. Und das nur, weil es immer wieder Leute gibt, die meinen, die müssten einfach alles kaputt machen. Da hinten, das ist die Halle, die eingestürzt ist. Das war damals auch so ein Bürogebäude. So. Hier ist auch noch so eine Art Lagerraum drin. Da gehen wir jetzt nicht rein, Leute. Der Empfang ist einfach nicht so gut da drin. Aber hier gehen wir rein. Dieses schöne Gebäude. Ja, hier gehen wir jetzt mal rein. Hier war so eine Art kleiner Lagerraum. Hier liegen noch Schuhe rum. Ich hätte noch ein paar Schuhe für euch im Angebot, Leute. Hier, Größe 43, würde mir gar nicht passen. Da hinten liegt auch noch ein schöner Schuh. Ne, also hier Schuhe im Angebot, Leute, verschiedene Sorten. Einmal für den rechten, einmal für den linken Fuß. So, guckt mal hier, Leute, schaut mal. Das erinnert mich an amerikanische Gangsterfilme. Ne, New York, Brooklyn, kennt ihr das? Ne? In vielen amerikanischen Gangsterfilmen, da waren diese Feuertonnen auch, wo sich dann die kriminellen Gangster, die Gangster-Rapper, darum versammelt haben, um sich die Finger aufzuwärmen. New York der 80er Jahre. Naja, vielleicht bin ich ja auch in New York und hab's nur noch nicht gemerkt. Ich hab keine Ahnung, Leute. Vielleicht bin ich aber auch schon wieder in Paris, wer weiß das schon. Ich weiß es nicht, Leute. Das war damals der Partyraum hier von der verlassenen Fabrik. Hier wurden Partys gefeiert. Heute sieht es hier leider nicht mehr nach Party aus, sondern eher nach viel Randale. So. Alter Schwede, mein Gott, Walter. Aber hier war Mr. T auch noch nicht, Leute. Schaut mal. Aber die schöne rote Farbe, das ist schon echt geil. Wahnsinn.
Was eine Wahnsinnshütte, Leute. Das letzte war eine Abrissparty, ja, da hast du wohl recht. Eine absolut geile Location, Leute. Aber trotzdem, ich meine, dieser Partyraum hier, die rote Farbe, also mir gefällt das, ich finde das richtig schön. Wir gehen mal gucken, ob der Billardtisch noch da ist. Hier gab es mal einen Billardtisch, Leute, kein Witz. Mal gucken, ob der noch da ist. Oder ob sie den auch schon geklaut haben. Ach so, hier ist übrigens auch irgendwo Biene Maya. Wo war die nochmal? Denn diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Da ist sie ja, die süße, kleine, freche Biene Maya. Da ist sie, Leute. Schaut mal. Das Original von früher, das ich in meiner Kindheit gesehen habe mit der Biene Maya, das war natürlich richtig schön. Nicht diese nachgemachte Kacke, die heute im Fernsehen läuft. So. Schauen wir mal, ne, ob der Billardtisch noch da ist. Hier haben sie auch schon wieder randaliert. Das ist zum Kotzen, ey. Das war beim letzten Mal noch nicht. Eingang Toiletten, okay. Ja, der Billardtisch ist noch da, Leute. Da steht er. Leute, kommt vorbei. Wir spielen jetzt mal eine Runde Billard hier. Ne? Guckt mal hier, ein schöner Billardtisch. Bringt aber bitte die Kös mit, ne? Die fehlen nämlich leider hier. Also bitte mitbringen die Dinger, dann können wir eine Runde Billard spielen hier, ne? Was muss, das muss. Wo ist eigentlich die Billardkugel? Ich habe da unten mal eine Billardkugel reingelegt, als ich vor 3 Monaten hier war. Aber die ist nicht mehr da, haben sie wieder geklaut. Ich glaube es einfach nicht. Wer klaut denn eine einzelne Billardkugel? Das war so eine schöne weiß-gelbe Billardkugel, die habe ich da unten reingelegt. Ist kein Witz, Leute. Das finde ich aber gar nicht nett. Da will man hier mal eine Runde Billard spielen, dann fehlen die Bälle, die Kös, alles nicht da, Leute. Was ist los hier? Das finde ich aber gar nicht gut. Nee. Also kann ich nicht verstehen, finde ich nicht gut. Hier ist schon wieder so ein schöner Stuhl. So. Wahnsinn, Leute. Da war damals der Eingang. Der führt direkt zur Straße. Schade, dass der zu ist. Dann wäre es für mich etwas leichter. Aber man kann ja nicht immer alles haben. Die Leute können alles gebrauchen. Genauso ist es. Ich glaube, die würden sogar die ganze Fabrik mitnehmen, wenn die nicht ja, fest im Boden verankert wäre. So Leute, jetzt gehen wir am besten wieder rein. Und dann werde ich mich gleich von euch verabschieden. Ihr habt nicht alles gesehen, aber fast alles. Ne? Ich bin nicht das letzte Mal hier, Leute. Ich hoffe wirklich, dass irgendwann das Tor wieder aufsteht, dass man einfach am Tag reinlatschen kann. Nur springen am Tag über dieses Ding, das mache ich einfach nicht. Ne? Lieber ein bisschen dunkler machen hier draußen. So. Leute, guckt euch das an hier. Eine richtig geile Location. Da liegt ein schöner Staubsauger. Wer kann hier einen Staubsauger gebrauchen? Da ein schöner Staubsauger von Siemens, Leute. Siemens, eine super Marke, ne? Muss man sagen. Ich weiß, wo das ist. Ja, das ist gut, dass du das weißt, aber bitte keine Angaben machen. Ne, wir wollen den Ort ja schützen und unerwünschte Besucher fernhalten. So, wo bin ich denn jetzt eigentlich eben reingegangen? Ja, gehen wir mal hier rein, Leute. Ich mache das Licht jetzt mal ein bisschen dunkler kurz. So, Leute, ich muss ehrlich sagen, mit der Lampe bin ich wirklich zufrieden. Die Batterie hält schon echt ein paar Tage aus, hat man mir gesagt. Und bis jetzt leuchtet die ganz gut, ne? So. Hier hat mal irgendwie ein Obdachloser übernachtet, Leute. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo der Knopf ist. Eigentlich müsste das besser leuchten hier. So, da haben wir ihn. So, Leute. Oh, ja, ich gehe selten am Abend live, das ist wohl wahr. Aber hin und wieder, ich glaube, ich nehme den Stuhl gleich mit. Der ist, glaube ich, besser. Da kann ich noch besser drauf klettern als auf diesen Plastikstuhl. Ja, dann nehme ich den gleich mit.
Nein, Leute, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich nehme den Stuhl mit nach Hause. Nein, ich brauche den, damit ich hier wieder rauskomme aus der Location. Von innen nach außen ist es nämlich noch schwieriger rauszukommen, als von außen nach innen. Ach, so, Leute, das war's. Ich verabschiede mich. Die erste Etage habe ich euch nicht gezeigt. Das ist einfach zu gefährlich. Die Treppe ist spiegelglatt. Wenn ihr aber mal dieses Ding hier sehen wollt, die oberste Etage, dazu gibt es ein Video, könnt ihr euch mal angucken, bei YouTube aus dem letzten Jahr. Da war ich auch da oben drin, das war im Sommer, da war das ja hier schön trocken. Da könnt ihr euch das gerne einmal anschauen. Aber ansonsten habt ihr tatsächlich alles gesehen, auch die neuen Graffitis von Mr. T. Ja, ich gehe da jetzt nochmal hin, drehe da nochmal ein kurzes, schönes Video von den neuen Graffitis und dann bin ich auch gleich hier schon raus. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Abend. Das nächste Lost Place, Leute, kommt Samstag. Ob ich morgen was mache, weiß ich noch nicht. Morgen früh habe ich einen Zahnarzttermin. Ich könnte schon wieder Albträume kriegen, wenn ich nur dran denke. Aber ihr wisst es, man sollte seine Arzttermine einhalten. Ist immer gut, ist ja nur eine Vorsorge. Aber wenn ich schon den mit den Bohrern sehe, dann könnte ich immer schon, dann muss ich immer meine Faust in der Tasche lassen. Ne? Also wie gesagt, Samstag gibt es wieder Lost Place, Leute, lasst euch überraschen. Ich denke mal am Vormittag, so zwischen 10 und 11. Sonntag sehr wahrscheinlich auch. Vielleicht gehe ich auch Sonntag hier nochmal hin, am helllichten Tag. Weil sonntags ist natürlich perfekt, da ist nicht so viel Verkehr, nicht viel los auf den Straßen. Da kann man das dann auch schon mal am Tage machen. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Wenn ich morgen nicht live komme, Leute, es gibt jeden Tag ein Video, ein neues. Heute gab es die Folge 7 aus der verlassenen Eisenfabrik. Morgen kommt Folge 8, übermorgen die Folge 9. Und dann gibt es bald wieder brandneue Locations. Ihr wisst es, Mitte Februar, 11. oder 12. Ich glaube 11. oder 12. Februar, steht noch nicht fest, bin ich mit dem Michael von der Lost Place Hunter Crew und dem lieben Chris unterwegs auf Lost Place Tour. Da gibt es richtig geile Locations, komplett eingerichtet, Leute. Es wird richtig spannend. Da könnt ihr euch drauf freuen. Am 1. Februar besuche ich eine verlassene Diskothek samt Supermarkt und Freudenhaus. Und am 2. Februar gibt es eine riesige Fabrik zu sehen, Leute. Am 3. Februar eine verlassene Schule und so geht's dann weiter. Schlag auf Schlag. Am 4. gibt es ein verlassenes Krankenhaus. Da werde ich dann mit der lieben Nina sein, mit der lieben Nicole vielleicht auch. Und mit meiner Moderatorin MyHap, die Maite, die kennt ihr ja auch. Es wird spannend, Leute. Ich freue mich auf euch, wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Mache jetzt noch ein schnelles Video und einen Abflug. Alles Gute, bis allerspätestens Samstag. Ciao, Leute.